Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wer jetzt eventuell nach einem Geschenk für Oma, Opa, Papa, Mama oder eben auch eine andere Person sucht, dem wollte ich jetzt mal weiterhelfen, indem ich euch mal eine Idee gebe, was ihr zum Beispiel, also ich schenke jetzt zum Beispiel meiner Oma, was ihr der Person dann halt schenken könnt, und das ist eigentlich recht einfach nachgemacht. Man muss halt nur ein paar Sachen dabei zu Hause haben und ja. Damit würde ich aber früh genug anfangen, weil das kann schon etwas länger dauern. Ja, es hat zwar jetzt nicht so viel mit meinem YouTube-Kanal zu tun, aber ich hoffe, es hilft euch trotzdem weiter. Also, dafür braucht ihr erstmal einen Ordner. Hinten ist mein Reiterhof im Hintergrund. Ich habe diesen hier genommen, mit dieser Meerjungfrau vorne drauf. Den fand ich eigentlich ganz süß. Und ja. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie mein Buch jetzt, sage ich mal, aussieht, und dann zeige ich euch, was ihr dafür braucht und wie das geht. So sieht das Ganze aus. Da steht dann Happy Birthday, liebe Oma. Das habe ich so geschrieben, und dann habe ich hier noch etwas hingeschrieben. Liebe Oma, ich wünsche dir zu deinem 66. Geburtstag alles Liebe und Gute, ganz viel Gesundheit und Glück. Ich habe eben ein Wenn-Dann-Buch gebastelt, und da kann man sich halt immer Sachen rausnehmen, wenn du etwas brauchst. Und das habe ich ihr hier gerade hingeschrieben. Und dann beginnt es schon mit der ersten Seite. Wenn dir mal der Durchblick fehlt, da schreibt man halt eben in ein Wenn-Dann-Buch ein paar Sachen rein. Und die klebt man dann ein. Bei mir ist es hinter einer Folie. Ich habe es gerade mit Tesafilm hinten dran eingeklebt, und dann habe ich hier halt Brillenputztücher passend dazu aufgeklebt. Und ja, vielleicht kennt ihr solche Wenn-Dann-Bücher ja auch von TikTok oder so. Gut, als nächstes habe ich eben, wenn du mal schlecht hörst, da habe ich dann Wattestäbchen, wie nennt man die noch? Also wir nennen die hier Ohrenstäbchen. Auf jeden Fall habe ich hier so Wattestäbchen eingeklebt, und da kann sie halt auch sich immer eins rausholen. Die habe ich auch mit Tesafilm festgeklebt. Dann hier zum Beispiel, wenn dir mal ein Fehler unterlaufen ist. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht das ganze Buch durchblättern. Ich beeile mich und sage halt nicht zu allem was. Wenn du dich mal verletzt hast, wenn dir mal die Luft ausgeht. Wenn du mal wieder Kind sein möchtest, habe ich so einen Kinderschokoriegel eingeklebt. Wenn du mal vergesslich bist, wenn dir mal die Energie ausgeht, Dextro Energy habe ich dann da eingeklebt. Das sind so ein paar Sachen, die man einfach zu Hause hat, beziehungsweise die man dann halt ganz einfach im Supermarkt kaufen kann. Wenn du mal traurig bist, habe ich ein Emoji gemalt. Wenn dir mal ein Licht aufgehen muss, ein Leuchtknickstab. Wenn dir mal das Geld fehlt, lauter Schokomünzen. Hier ist ein Watteherz. Mal gucken, ob man das erkennen kann. Wenn du mal weich fallen musst. Hier Badezusatz, das kann man sich aber mit der M rausnehmen. Wenn du mal entspannen musst. Wenn dir mal die Worte fehlen, ist dann die Buchstabensuppe. Und das ist dann das Letzte vom Ganzen. Genau. Ein bisschen lauter mit der Grund. Hier hocke ich mir jetzt mal hin und zeige ich euch mal. Ich habe hier so eine ganze Box voll mit Sachen, die ich dafür gebraucht habe. Einmal nämlich hier diese Knicklichter. Also die findet ihr auch bei Teddy zum Beispiel. Da habe ich die jetzt her. Die findet ihr eigentlich überall. Also insgesamt ist das Buch jetzt nicht ganz billig, weil auch wenn es jetzt vielleicht nicht die teuersten Sachen sind, das rechnet sich ja dann am Ende zusammen. Dann habe ich hier Wattestäbchen genommen, gerade die von Evelyn. Ein Kinder-Country. Ich habe es jetzt rausgelegt und zusammen in der Box sortiert, weil ich noch ein zweites basteln werde. Ich kann euch da ja eventuell auch mal mitnehmen. Wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Dann hier die Goldmünzen. Die bekommt ihr auch in jedem Supermarkt eigentlich. Die Pflaster hier. Habe ich Eulenpflaster genommen. Dann hier, wenn du mal vergesslich bist, ein Post, also viele Post-its, da habe ich mir einfach so einen kleinen Block rausgenommen, weil das wäre zu dick gewesen. Hier nochmal zwei Brillenputztücher. Dann zwei Luftballons, natürlich nicht aufgeblasene. Dextro Energy, das kann man auch in jedem Supermarkt kaufen, denke ich.
Das ist halt ein besonderes Geschenk, was man vielleicht jetzt nicht immer macht oder so. Vielleicht an die Oma, wenn man die ja gern hat und so. Hier die Badeschaum, sage ich jetzt mal. In anderen Farben, in Blau, Grün und Silber. Dann Watte hier, zum Beispiel diese hier. Ein Radierer, das war eben der gleiche wie von vorher. Ein Buch und eine Buchstabensuppe. Und dann kann man sich eben aus diesem Wenn-Dann-Buch immer etwas rausnehmen, wenn man etwas braucht. Zum Beispiel, wenn man gerade kochen möchte, das hier. Oder wenn man gerade mal keine Pflaster zu Hause hat und alles zu hat oder so. Was weiß ich. Oder wenn man... Das ist ja alles nur so als Geste. Das ist mit dem Geld kann man jetzt ja auch nicht wirklich nutzen, aber man kann es eben essen. Achso, das hier ist von Hitchler übrigens. Die habe ich so geholt. Und ich finde, es ist eine ganz nette Idee, vielleicht ja, für die Person, die man eben sehr gern hat. Und es ist auch ein sehr besonderes Geschenk. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich konnte einem von euch vielleicht ein paar Ideen geben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!